Hallo, mein Name ist Michael und ich habe seit meinem 16. Lebensjahr eine Essstörung, Anorexie, entwickelt. Ich war früher immer der Übergewichtige in der Klasse, der Dickste, der Größte und der Dümmste. Ja, das war nie die beste Kombo und dafür wurde ich auch ein bisschen ja, gehänselt und war halt nie normal, habe mich immer anders gefühlt und ja, ich wollte dann abnehmen, habe es lange nicht geschafft und endlich in der 9. Klasse habe ich gesagt, okay, die Ausbildung fängt jetzt an, ich habe jetzt Sommerferien, ich probiere es jetzt. Und ich war schon immer im Fitnessstudio angemeldet, seitdem ich 13 bin, habe auch war immer sehr kräftig, damit mir auch keiner was anhaben kann. Genau, habe mich aber nie wohlgefühlt und habe dann gesagt, ich ändere es jetzt. Habe dann die Ausbildung angefangen, wirklich sehr stark trainiert neben der Ausbildung. Nicht mehr viel gegessen, weil ich noch so viele Reserven hatte. Und habe dann auch nach einer Zeit mein Hungergefühl verloren. Das war leider mein Verhängnis, da ich am Anfang sehr schnell abgenommen hatte und dann dieses Stocken kam, was vielen wahrscheinlich sehr bekannt ist, dass es einfach dann an einem gewissen Punkt nicht mehr so schnell weitergeht, dass man mal 2, 3 Wochen auf demselben Gewicht oder sogar minimal drüber wiederkommt. Genau, und dann musste ich die Ausbildung nach 3 Monaten, wurde sie beendet mit Absprache, da ich eigentlich nur ausgenutzt wurde zum Reifenschleppen und ja, es war nicht das Richtige. Und deswegen bin ich weiter zur Schule gegangen und dann war natürlich die Corona-Zeit, habe dann Online-Schule gehabt und dann ist die Essstörung erst richtig losgegangen. Ich hatte keine sozialen Kontakte mehr, musste eigentlich nicht mehr aus dem Haus, alles war nur noch online und ja, es war eine sehr schwierige Zeit und eine sehr außergewöhnliche, die so noch nicht wirklich existiert hat. Und ich will nicht alles auf Corona schieben, ich bin natürlich selbst auch für verantwortlich, aber ich meine, ich war 16, ich war ein Kind in dem Sinne und wusste es auch nicht besser. Ich habe auch früher nie gedacht, da ich in der Grundschule schon über 90 Kilo war, dass ich überhaupt in eine Magersucht reinrutschen könnte. Das haben meine Eltern auch nicht gedacht. Und ja, es kam dann leider doch so. Und ich war komplett am Boden und konnte gar nichts mehr und habe auch jetzt leider Nachschäden. Und ich möchte euch davon bewahren, von meinen Fehlern bewahren. Denn es ist eine sehr schwierige Krankheit, eine sehr schlimme Krankheit. Und die Nachfolgen sind alles andere als schön. Und ich würde es sofort rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber ich kann es leider nicht.